Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg, Wilde Wehklagen und genau gesagt hier um Zola. Der Gegner befindet sich hier im Gebiet Passion und zwar etwa 51-38. Und ja, das Team dagegen zu besiegen sieht wie folgt aus. Eigentlich benötigt man nur Cholerian mit Schutz der Natur, Herausputzen und Toben. Falls man dieses Pad nicht hätte, könnte man zum Beispiel mit anderen Arten von Pads arbeiten, zum Beispiel mit Urhornkalb, mit Trampen, rutschiges Eis und Schneesturm herbeirufen. Und man kann auch Schneepanda mitnehmen, hier mit Schneeball, Schneesturm herbeirufen, eventuell Eisbarriere und Ducken, Ätzmal zum Beispiel, Flammenatem, Tiefverbrennung. Halt, es gibt einige Pads bei den Wildtieren, die halt Elementarattacken haben und die sind eigentlich relativ praktisch an dieser Stelle. Aber mit Cholerion kann man eigentlich den Gegner alleine besiegen. Der Ablauf ist immer gleich. Wir setzen zuerst einmal Schutz der Natur rein. Danach lassen wir Toben laufen. Nach den drei Durchläufen von Toben werden wir dann uns herausputzen und hochheilen. Dann setzen wir zwar am Schutz der Natur rein. Dann wieder das gleiche von vorne. Also eben immer dann. Es ist sozusagen immer den gleichen Ablauf, egal was passiert. Eben nach den Tobenattacken. Ja, heilt man sich damit herausputzen. Ist leider ein sehr langer Kampf, aber halt sehr effektiv an dieser Stelle. Es ist eigentlich die gleiche Abfolge, wie man damals bei Eddie Richtfix absolvieren konnte, da dort auch drei mechanische Pets dabei waren und wir halt mit Wildtieren arbeiten mussten. Ansonsten kann man da eigentlich nicht wirklich sehr viel sagen zu diesem Kampf. Eben das gleiche hier. Ab und zu natürlich, wenn vor allem hier beim Schlitzer ein Crit reinkommt, kann es so ein bisschen knapper werden. Aber im Normalfall ist es so, dass Cholerian sogar das Explodieren überlebt vom Stampfer. Aber ist natürlich nicht schlimm, wenn das nicht passieren wird. Dann kann man noch mit zwei weiteren Pets im Hintergrund arbeiten. So, dann wieder hier rausputzen. Und danach wieder Schutz der Natur zweimal, bis halt wieder Toben ready ist. Werde ich vermutlich jetzt dann gleich ein bisschen vorspulen, da es eben wirklich immer die gleiche Abfolge ist und man nicht wirklich sehr viel mehr zu diesem Kampf sagen muss. Also bis gleich. So, da sind wir wieder und zwar sollte jetzt der Kampf dann bald vorbei sein. Lassen wir noch Toben durchlaufen. Im Normalfall so im 300 bis 500 Gesundheitsbereich setzt er dann Explodieren ein, der Gegner. Ist jetzt egal, ob er jetzt auch verfehlt oder sonst irgendwie. Sollte, auch wenn jetzt Cholerian dann vielleicht stirbt, ist ja nicht unbedingt sehr tragisch. Man hat ja zwei Pets im Hintergrund, welche den Kampf dann gewinnen für uns. Und somit haben wir den Gegner besiegt. Und das war es eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald.